Ja, guten Morgen, meine Lieben. Wir sind an Tag 2 hier bei der ESA und ja, mal gucken, was uns heute erwartet. Weitere Tests, um die Astronautenfähigkeiten zu testen, stehen heute an, damit wir den Parabelflug machen können, zugelassen werden. Und hier im Hintergrund sieht man auch noch, wo die ISS gerade rumfliegt und was die Besatzung heute so vorhat. Die stehen gleich auf, dann gibt es ein bisschen Sport und ein paar Reparaturarbeiten stehen genauso wie gestern, was wir auch schon gesehen haben, noch an. Also, die haben immer gut was zu tun und mal schauen, was heute der Tag für uns so bringt. Ja, was ihr hier seht, das ist nicht wirklich eine Zentrifuge, wie man es kennt, um halt zu gucken, ob man den Start überlebt oder was. Das ist mehr ein Prototyp, eine Entwicklung, um rauszufinden, wie man im Weltall effektiver trainieren kann, um halt Langzeitflüge bis zum Mars zum Beispiel zu machen, wo man halt Muskeln aufbaut, weil aktuell sind die Trainingsmethoden nur so, dass man seinen Muskelstand hält, aber nicht, dass man wieder Muskeln aufbauen kann. Und wenn man auf längere Flüge geht, zum Beispiel zum Mars, dann braucht man so Methoden, um die Muskeln halt besser aufzubauen. Und da könnte man sich vorstellen, so ein Teil, nur ein bisschen kleiner, ins Raumschiff einzubauen, um dort halt seine Trainingsstunden effektiv zu nutzen. Ich war gerade auf dem Stuhl und ich bin, wie ihr seht, noch richtig schön fettig. Also mein Körper reagiert gerade noch drauf. Ich hatte ein leichtes Magenflauen, aber es war soweit okay. Es war total komisch vom Gefühl her. Sobald man außerhalb der Mitte geht, die Jane, die macht das jetzt nochmal in stärker. Die ist halt völlig durchgedreht. Ich glaube, ich hätte mich jetzt dann übergeben wahrscheinlich. Und sobald man mit dem Kopf außerhalb der Mitte geht, verliert man halt komplett alles. Und es dreht sich einfach nur noch alles. Dann braucht man einen kurzen Moment, um wieder reinzukommen. Und wenn man dann die ganze Zeit sich schnell vor und zurück bewegt, dann hat man halt verloren. Der Körper sagt, irgendwas ist hier nicht richtig. Aber schon krass. Und das machen die Astronauten, das trainieren die, um halt dem entgegenzuwirken, dass sie halt beim Start oder beim Manövern schlecht, dass denen schlecht wird. Ja, liebe Leute, ich wurde jetzt angegurtet und gleich geht's schwerelos joggen. Also ich werde hier drin hängen wie eine Marionette und kann mich dann quasi schwerelos, oh, jetzt werde ich hochgehoben, quasi schwerelos fortbewegen auf dem Laufband. Und jetzt geht's hoch. Das wird wie witzig. Ich bin völlig fertig. Also es ist von der Belastung her was ganz anderes. Also man wird hier richtig reingezogen mit seinem ganzen Körpergewicht. Also 70 Kilo, die mich hier dran pressen. Das ist wie einen fetten Rucksack voll mit Zeug schleppen und dann noch einen Berg hochjoggen. Das ist ganz schön anstrengend. Wir waren gerade gucken, Studien für mehrere Tage einfach im Bett liegen. Jetzt läuft bald eine Studie, 30 Tage im Bett liegen für 10.000 Euro. Man liegt die ganze Zeit etwas schräg mit dem Kopf nach unten, aber man darf sich halt 30 Tage lang nicht wirklich bewegen. Also es müssen immer die Füße
die 10 der höchste Punkt sein und man darf sich nicht wirklich drehen, wenden, also essen im Liegen, trinken im Liegen, man geht auf Klo im Liegen, man wird geduscht im Liegen, man guckt Fernsehen im Liegen, man kann wahrscheinlich auch 30 Tage lang durchzocken, was wahrscheinlich auch irgendwie ganz cool ist, aber irgendwie wäre das nichts für mich. Und hier werden Studien halt gemacht, wie sich der Körper verhält, wenn man länger in der Schwerelosigkeit ist. Weil wenn man so schräg liegt, dann ist es ungefähr so für den Körper, wie wenn man schwerelos ist. Und da wird halt drauf geguckt, wie sich der ganze Kreislauf und der ganzliche menschliche Körper verhält. Ja, wir haben heute Morgen schon in Andromeda quasi reingeschaut, in den neuen Mass Effect Teil. Ich erkläre euch jetzt ein bisschen was wir als Informationen schon alle bekommen haben. Zum einen, es wird eine komplett alleinstehende Story, es wird keinen wirklichen Bezug zum letzten Teil geben, zu der Trilogie. Er spielt irgendwo zwischen Teil 2 und Teil 3, wo zumindest die Raumschiffe losgeschickt wurden für die Andromeda-Mission, um halt neue bewohnbare Planeten zu finden, wo 20.000 Leute weggeschickt wurden, um diesen halt zu besiedeln und für die menschliche Rasse bewohnbar zu machen. Da fängt quasi die Story an und dann geht es direkt 600 Jahre weiter, wo alle in diesem Raumschiff in einem Kryo-Schlaf sind und man kommt quasi an diesem Planeten an und dann geht quasi die richtige Story los und man kann wieder einen männlichen sowie einen weiblichen Charakter spielen und hat sogar ja ein Bruder oder eine Schwester, was auch noch zur Story sehr, sehr tief verknüpft ist und kommt an diesem neuen Planeten an und da wartet viel Turbulentes auf euch und das sah schon sehr geil aus. Also Frostbite Engine 3 ist wieder im Spiel mit drin, aus Battlefield schon rausgenommen und das sieht halt da auch richtig gut aus. Das Kampfsystem haben sie überarbeitet, ist mehr actionlastiger. Aber es bleibt trotzdem noch ein RPG, weil halt die ganzen Fähigkeiten, Talente, die man leveln kann, sind halt immer noch erhalten. Auch von den Dialogen und von dem ganzen Charme, den man so von Mass Effect kennt, bleibt es zumindest, was ich jetzt in den ersten 15, 20 Minuten gesehen habe, erhalten. Man kann ständig eigene Entscheidungen treffen, die entweder gut sind, schlecht sind, die irgendwie launisch sind. Man hat viel mehr Freiheitsgrade jetzt bekommen. Also es gibt jetzt nicht mehr dieses Schwarz-Weiß, es gibt nur gute und böse Entscheidungen. Die sind jetzt alle deutlich neutraler geworden. Es gibt einfach nur halt immer eine Konsequenz, die halt entsteht dadurch, dass man sich so oder so entscheidet. Was mich persönlich noch sehr interessiert hat, das war, wie lange spiele ich denn überhaupt an diesem neuen Mass Effect Teil, der jetzt 5 Jahre Entwicklung gebraucht hat. Weil für mich ist das immer ein Indiz, wie lange kann ich dieses Spiel spielen, was ich geil finde, um es noch mehr zu hypen, weil wenn ich jetzt nur 10, 20 Stunden Spielerfahrung habe mit einem Spiel, was ich geil finde, möchte ich natürlich doch noch mehr. Und Mass Effect war halt ein geiler Titel und davon konnte man gar nicht genug bekommen. Und deshalb freut es mich, dass man ungefähr so 40 Stunden spielen soll, also spielen kann, 30 bis 40, je nachdem wie umfangreich man das Ganze spielt. Wenn man es bis ins Detail spielt, dann soll man sogar 60 Stunden oder mehr spielen können, weil es so viele Sidequests gibt, man kann so viel entdecken, man kann es auf Hardcore spielen oder noch schwerer, um halt einfach länger zu spielen und schwerer zu machen. Von daher sehr, sehr cool und freut mich auf jeden Fall, dass, was wir auf jeden Fall gesehen haben, war mega geil. Auch die Landschaften, die Planeten sind alle selbst gestaltet und man kann relativ frei wohl auch den Weltraum erkunden mit eigenen Schiffen. So ein bisschen, ja, man hat einen ganzen Planeten, den man dann bereisen kann. Also von der Fläche meinte er, ja, wäre viermal so groß wie Skyrim, wenn man alle Planeten quasi zusammennehmen würde, die man erkunden kann. Natürlich auch mit Löchern und mit leerem Raum, wo nicht wirklich was zu erkunden ist, aber dafür gibt es halt Raumschiffe und Fahrzeuge, um Planeten halt schneller zu erkunden, um von A nach B zu kommen. Es wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel, zumindest von dem bisschen, was ich bisher sehen konnte. Und ich freue mich auf jeden Fall mega. Vielen Dank nochmal, dass wir hier an dem Event teilnehmen konnten und weiter geht's mit unserem Tag. Wie ihr im Hintergrund seht, die Profis, die gehen jetzt auch tauchen, die gehen auf 10 Meter runter und wir hatten gerade ein kurzes Interview, eine halbe Stunde mit denen und das war schon wirklich sehr cool. Wir konnten uns so ein bisschen austauschen, was wir erfahren haben und wie es dann wirklich auch im Weltall ist, dass man ganz andere Probleme noch hat als hier im Wasser, dass es eigentlich noch schwieriger ist, weil
einfach die Umstände noch anders sind und man gar nicht so richtig sich darauf vorbereiten kann, was so für den Alltag, dass sie halt sich wirklich verpflichtet fühlen, für die Menschheit dort zu sein. Das fand ich sehr beeindruckend, dass sie dort nicht einfach Filme gucken oder Bücher lesen, denn das könnten die auch alles hier. Und wenn sie oben im Weltall sind, dann beschäftigen sie sich wirklich da für die Menschheit und posten Sachen, machen Videos. Es ist natürlich super schwierig zu beschreiben, wie ist denn das eigentlich, wenn man das erste Mal im Weltall ist. Das kann man halt nicht wirklich beschreiben, weil es dafür gar keine richtigen Worte gibt. Er hat quasi gesagt, okay, wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal das Meer gesehen hast zum Beispiel? Das kann man halt auch nicht wirklich beschreiben als Mensch, dafür gibt es keine Worte. Und einfach, ja, hat er recht. Die Jungs, die gehen jetzt ins Wasser und nochmal Props von mir hier. Der deutsche Astronaut, der dabei ist, der war noch nicht im Weltall, der ist Ingenieur, also der wird bald, vielleicht 2020, ins Weltall dürfen. Drücken wir ihm mal die Daumen, weil dafür muss man erstmal das ganze Training hinter sich bringen und auch quasi auserwählt werden, dorthin zu fliegen. Drücken wir ihm einfach mal die Daumen. Jetzt in der Sojus-Kapsel und da vorne, das ist mein Ausguck, mehr habe ich nicht. Zwei Steuerknüppel hier, dann noch einen kleinen Schalter für Gas und Rückwärtsgang quasi. Bisschen wenig, ich bin mal gespannt, alles auf Russisch, weil es ja eine russische Kapsel, ob ich damit zurechtkomme. So this is definitely the coolest joystick I've ever seen. What is that? That is the re-entry control system for the Soyuz. Ah, okay. When you're going back to Earth. Yes, because when you go back from space, it's quite hard because you have about 6 G's of forced rocket. Yeah, on your chest. Yeah. So it's quite hard then to lift up and press buttons. Yeah. So if you can't come to the cockpit will come to you. Okay. And they made a small handheld cockpit for all your critical nice. Operations. Wir sind gestartet in unserer Sojus-Kapsel und ich habe jetzt hier meine zwei Steuerknüppel und darf das Ganze jetzt nach einer kleinen Einleitung hier mal versuchen. Und es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, weil, wie man hier ein bisschen auch sieht, wir jetzt ein paar Schwierigkeiten mit eingebaut bekommen haben. Nämlich, dass das Ganze sich dreht, dass wir quasi bisschen Moment aufgebaut haben. Man hat zwei Steuerknüppel, einmal um in der 2D-Achse sich zu bewegen und einmal um sich zu drehen um die eigene Achse. Und das ist ganz schön tricky, ohne Spaß. Immer wenn ich hier die Knüppel drehe und versuche es zu korrigieren, driftet es dann im Nachhinein mich dann irgendwo hinweg. Das ist ganz schön schwierig. Das Schlimmste ist, wenn man sich vorstellt, hey, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann crashen wir. Alles geht kaputt, die ISS, das war's. Ah, wir werden crashen. Oh Mann. Nein, oh, ich drifte weg. You came so close every time and then like... I can't get my ass turned around to get it. But you tried. And I tried, that's the yeah. most important part. Yeah, but trying. It was fun, it was good. So, thank you very much. You're welcome. So, mein Lieben, das war auch der zweite Tag hier bei der ESA, bei der deutschen Luft- und Raumfahrt, hier auf dem Gelände in Köln. Und es war nochmal ein wirkliches Highlight, die Astronauten zu treffen. Der Medical Check war auch nicht so ganz ohne, mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Und ja, so an sich war es echt ein geiler Tag. Ich bin leider im Weltall jetzt verunglückt und irgendwie abgedriftet, aber ich suche neue Planeten, um sie zu besiedeln. Von daher passt das alles schon. Und wir fahren jetzt nach Hause. Vielen lieben Dank nochmal an EA für dieses tolle Event, das sie das organisiert haben. Und auch nochmal vielen Dank an die ESA und DLG, die das hier einfach gemacht haben mit uns. War eine super Chance. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ich hoffe, die ganzen beiden Videos haben euch gefallen. Ihr habt einen super Einblick bekommen von allem. Und ja. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann. Ich bin zugelassen für den Parabelflug und dort sehen wir uns dann. Haut rein, liebe Schnittchen.